Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Survival Fountain of Youth. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Okay, achso, nee, hier gibt's ja gar nicht, es ist Tag so und so. Beziehungsweise vielleicht schon, ich habe es einfach nur noch nicht gefunden. Es ist auf jeden Fall mitten am Tag und ich habe auch die Kisten jetzt mal hier unter das Dach gestellt. Und wollte jetzt anfangen direkt. Und zwar mache ich mir jetzt erstmal so einen Blattköcher. Beziehungsweise ein Blattbandelier. Vielleicht habe ich ja auch Glück und es hört auf zu regnen. Okay, der ist direkt schon hier. Das bedeutet, die Pfeile müssten auch automatisch da reingehen. Dann muss ich jetzt eben noch gucken, ob ich alles habe. Habe ich überhaupt noch lange Stöcker? Das ist schlecht. Und dann muss ich ja doch nochmal eben los. Aber da ich nicht mehr so viel Zeit habe, werde ich jetzt mal eben gucken, dass ich noch ein paar Kokosnüsse sammle. Und dass ich mir vielleicht erstmal dieses Gefäß daraus herstelle. Ich muss leider noch ein Stück weiter. Oh, meine Axt ist einfach gerade kaputt gegangen. Zum Glück habe ich gerade noch diesen großen Stein mitgenommen. Damit müsste ich das... Ach nee, Quatsch. Ist was anderes kaputt gegangen. Der Steinschneider. Oder ich habe ihn halt aus Versehen weggelegt. Okay, und es wird dunkel. Das heißt, ich renne jetzt ganz schnell zur Grotte wieder zurück. So, dann eben den ganzen Kram wegpacken und vor allen Dingen schnell was trinken. So, dann muss ich jetzt eben die Steine wieder einsammeln, die ich hier habe fallen lassen. Okay, und dann haue ich mich eben aufs Ohr. Ein Glück, kein Regen mehr. Das ist ja ziemlich lästig. So, weit und breit. Keine Skorpione, das ist gut. Dann kann ich mir ein Feuerchen anmachen. Oder auch nicht. Ach, komm schon. Sehr gut. Und dann gibt es erstmal gebratene Krabbe. Was ist das hier? Oh, Spiegeleier. Stimmt, durch das Einsammeln der Eier habe ich ein neues Rezept freigeschaltet. Außerdem würde ich mir gerne... Oder brauche ich die anderen Blätter für... Dieses hier habe ich nämlich verbraucht und außerdem Bandage mit geschmolzenem Gummi. Ah, das ist einfach nur Gesundheitswiederherstellung. Und ich mache mir einfach von jedem eins. Okay, das geht gerade gar nicht. So eins habe ich. Ich denke, das müsste jetzt auch am Anfang reichen. Ich habe zwar jetzt noch ein bisschen Rotfuchs, wobei das könnte ich ja eigentlich mal ausprobieren. Die sind nämlich gleich schlecht. Ich habe extra in die kleine Kiste nur das Essen reingepackt. Hier ist schon verdorbenes Essen, sehe ich gerade. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Datteln rein. Und, oh mein Gott, kann ich etwa gleich ein wenig etwas sehen? Mal gucken, was mit dem Kurzohrfuchs passiert, wenn ich den jetzt brate. Das Feuer geht aus. Sehr schön. So,
Okay, viel zu spät. Einer ist verdorben und der andere, kann ich den jetzt essen? Da steht nämlich gar nicht gebraten dran. Okay, müsste aber eigentlich essbar sein. Sehr schön, nichts passiert. So. Sonne. Ist das herrlich. Direkt mal noch ein Foto machen. Okay. Und dann muss ich jetzt mal gucken, war das diese Kokosnuss? Nee. Dann aber auf jeden Fall diese hier. Ich hätte gerne ein Kokosnussgefäß. Dafür benötige ich noch Lianen. Und ein Lianenseil muss ich mir auf jeden Fall aufbewahren, weil ich noch gerne einen weiteren Baum kartografieren würde. Gerne. So, perfekt. Okay. Und jetzt muss ich einfach nochmal in Ruhe alles irgendwie durchgehen. Was ich bis jetzt freigeschaltet habe. Die Steinsäge. Steinwerkzeug zur Bearbeitung von Holz. Geringe Effizienz. Okay, wahrscheinlich baue ich irgendwas damit schneller ab. Könnte ja gut sein. Hölzerne Harpune. Keule, Speer, Steinspeer bis jetzt das Beste, was ich überhaupt machen kann. Hölzerne Pfeile. Und dafür brauche ich halt die Stöcker. Eine tragbare Kiste würde jetzt auch nicht gehen. Ich wollte es doch jetzt nochmal ausprobieren, aber ich denke, der Rucksack ist auf jeden Fall besser. So, jetzt habe ich aber hier etwas anderes noch freigeschaltet. Und dafür benötige ich noch die normalen Stöcker. Also die kurzen, kleinen, wie auch immer die hier heißen. Okay, Kokosnüsse erstmal einige wegpacken. Dann nehme ich mir noch eine Muschel auseinander. Und dann gehe ich auf jeden Fall Stöcker suchen. Was jetzt nämlich wirklich tierisch praktisch wäre, wenn ich mir so ein Kokosnuss-Regenwassersammler bauen könnte. Und solche Sachen mache ich dann einfach im Schnelldurchlauf und Vorspulmodus. Bedeutet also, ich renne hier einfach am Strand lang und sammle ein paar Stöcker. Oh, Kokosnuss. Schrott abbauen geht also auch. Und ich müsste jetzt eigentlich die erforderliche Menge zusammen haben. Aber wenn ich schon mal hier bin und vor allen Dingen noch ein wenig tragen kann, suche ich noch ein wenig mehr. So, was kann ich noch tragen? Guck mal, ob die Kokosnüsse wieder nachgewachsen sind. Ja, sehr gut. Hier auf jeden Fall schon mal. Und hier kann ich auch noch welche mitnehmen. Die Haltbarkeit meines Werkzeuges reicht nicht. Wie ärgerlich. Aber aus dem Tutorial weiß ich ja, hier oben gibt es Steine. Die hole ich dann jetzt mal eben. Oh nein, die sind noch nicht wieder da. Ärgerlich. Okay, dann doch erstmal zurück zur Grotte. So, und dann müsste ich jetzt eigentlich alles haben. Hoppala. Oh nein, ich brauche dafür einen Hammer. Ui, wie komme ich denn an einen Hammer? Oh nein, der Holzhammer ist noch so weit weg. Ist ja ärgerlich. Okay, dann muss ich vorher mal was anderes ausprobieren. Und zwar aus dem Stein hier vielleicht.
Die habe ich mir ja schon gemacht. Eine Stein-Axtklinge. Weiß ich gerade gar nicht, ob ich mir schon so eine hergestellt habe. Aber dafür würde mir jetzt auch der große Stein fehlen. Dann mache ich mir auf jeden Fall noch so einen hier und dann repariere ich, wo ich gerade dabei bin, schon mal meine Axt. Okay, dafür brauche ich auf jeden Fall noch einen großen Baum. Und dann kümmere ich mich jetzt erstmal auf anderem Wege um dieses Problem mit dem Wasser. Ist halt die Frage, bekomme ich die, wenn ich zum Beispiel Stein mal eben wegpacken, wenn ich die komplett abkloppe? Kann ich das eigentlich hier auch machen? Muss ich eben mal direkt ausprobieren, weil ich könnte ja auch sowas hier direkt umschneiden. Das gibt aber einen gewöhnlichen Baumstamm. Mache ich trotzdem mal. Auf die Schulter nehmen. Okay. Nehme ich einfach schon mal mit. Es hat sich aber, glaube ich, nichts freigeschaltet. Leg den mal hier ab. Und ich kann auch sonst nichts weiter damit machen. Wenn ich zum Beispiel meine Axt ausrüste. Dann kann ich das auch nicht ändern. Okay, dann Planänderung. Der Bauplan kann da stehen bleiben. Habe ich was zu essen dabei? Kokosnuss habe ich. Das ist auch soweit okay. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Es ist eigentlich perfekt. Dann mache ich jetzt noch etwas anderes. Und zwar, halt stopp, die Liane brauche ich. Sehr gut, die habe ich gerade verbraucht. Okay. Dann muss ich mir jetzt erstmal wieder ein paar Lianen besorgen. Denn ich brauche auf jeden Fall Lianenseil. Und dann würde ich gerne einmal durch diese Höhle gehen, die in der Grotte ist. Und wenn ich schon mal dort hinten im Dschungel bin, denke ich, schaue ich mich dann nochmal um, ob ich vielleicht doch einen großen Baum finde. Also nicht so einen Baum zum Kartografieren, sondern einen, wo ich eventuell diese großen Äste herbekomme. So, hier Vorsicht walten lassen. Ein bisschen rumschleichen. Und dann muss ich mir auf jeden Fall wahrscheinlich einen anderen Baum suchen, weil dieser hier wahrscheinlich noch gar keine neuen Lianen hat. Und dann muss ich einfach alles mal abchecken hier. Dadurch, dass an dem Baum jetzt auch gar keine Lianen mehr dran sind, weiß ich auch gar nicht mehr, welcher das war. Was könntest du denn sein? Auch ein Mahagonibaum. Okay. Ich glaube, ich muss aufstehen. Das ist mir sonst zu dunkel hier. Das ist alles kleiner Stock. Nochmal kleiner Stock. Muss mal eben kurz auf der Map gucken. Ah, ich bin jetzt praktisch ganz oben angekommen. Und irgendwie soll das hier auch der einzige Spot mit Lianen sein. Beziehungsweise kann ja nicht sein, dass das nur ein Baum ist. Das wäre ja schon ein bisschen merkwürdig. Schade, das sind einfach alles dieselben Bäume. Würde halt ungern hier gleich noch drinne sein, wenn es dunkel wird. Ich habe nämlich keine Fackel und gar nichts. Oh, da komme ich nicht hoch.
Ja, es hört sich gar nicht gut an. Wenn wir eben hier hinlaufen. Ein Haufen Schrott. Da gibt es auch nur die kleinen. Okay, ich glaube, das hat gar keinen Sinn. Eben kurz auf die Map gucken. Wo bin ich gerade? Interaktion. Hier würde es auch nur die kleinen Äste geben. Stöcker meine ich. Leih ich mich kurz mal vorbei. Ich will nur mal eben kurz gucken, wo ich hier überhaupt eigentlich gerade bin. Ich glaube, ich nehme den Stein mit, wenn ich schon mal so einen hier habe. So, große Äste. Wo bekomme ich denn wohl große Äste her? Also hier ja scheinbar gar nicht. Das sind alles irgendwie dieselben Bäume. Und ich habe auch nicht irgendwie die Möglichkeit, die zu fällen. Oder? Hatte ich doch nicht. Ich muss eben nochmal gucken. Gott, wo bin ich hergekommen? Oh, hier ist ein Weg auf jeden Fall. Dem werde ich irgendwann mal folgen. Doch, ich kann den doch umschneiden. Aber es gibt dann wieder nur gewöhnlicher Baumstamm. Oh, ich habe Bananen gefunden. Nehme ich einfach alles mit. Habe ich die hier auch schon eingezeichnet? Nee, sind sie noch nicht. Okay. So, bevor es jetzt dunkel wird, ich werde jetzt versuchen, den Weg wieder zurückzufinden. So, ich bin jetzt nochmal zurück hier bei dem Baum. Und hier gibt es erst wieder in 22 Tagen Lianen. Das ist ja wirklich ärgerlich. Aber ich sehe jetzt auch so von Weitem einen Baum. Hi! Dieses Wildschweinchen. Das sind doch aber nicht die Wildschweine, die man hier schon mal gesehen hat. Beim Reinladen. Die sehen schon ein bisschen anders aus. Das ist derselbe Quark, oder? Ja, schade. Gibt hier nur einen einzigen Baum, an dem Lianen wachsen. Also zumindest in diesem Gebiet. Ach, guck mal, da sind ganz viele von denen, aber die sind alle scheu. Oh, Hilfe, nicht bewegen. Das hat sich nach einer Schlange angehört. Oh, hier wurde einfach ein Nabelschwein erledigt. Ja, ich würde sagen, das trage ich jetzt. Wo muss ich hin? Das trage ich jetzt zur Base. Hilfe, wenn ich zurückfinde. Ich habe halt gerade einfach gar keine Ahnung, wo ich bin. Ah, hier bin ich. Okay, dann würde ich sagen, ich muss irgendwie doch nochmal ganz woanders suchen. Aber wir sehen uns dann wieder zurück bei der Grotte. Es sei denn, ich kann den jetzt irgendwie doch auseinandernehmen. Okay, ich kann einfach alles auseinandernehmen. Warum kann ich das dann immer noch mitnehmen? Und muss jetzt erstmal ein bisschen was essen, damit ich mit dem ganzen Kram überhaupt zurück zur Base komme. Aus den Knochen könnte ich jetzt Knochenpfeile herstellen oder eine Knochenmesserklinge an der Werkbank. Okay, sehr geil. Gut, ich kann wieder schleichen. Das freut mich ja wenigstens. Dann sehen wir uns jetzt auf jeden Fall zurück in der Grotte. Okay, ich denke, ich mache mir als allererstes mal ein Feuer an, damit ich auch alles brate, bevor es schlecht wird. Gebratene Bananen könnte ich mir machen. Aus den grünen Bananen mache ich auf jeden Fall mal.
Und außerdem gebratenes Fleisch. Okay, mein Feuerstarter ist kaputt gegangen. Den kann man aber auch reparieren. Gar kein Problem. So, dieses Stück Fleisch muss nämlich auch noch verarbeitet werden. Okay, das war jetzt ganz schön mühsam. Oh, es ist schon wieder morgen. Wie ärgerlich. Ich muss jetzt aber doch nochmal 2-3 Stündchen schlafen. Ja, dann werde ich jetzt mal eben mein Stuff in die Kiste packen. Ich habe sogar etwas frische Haut bekommen. So, Essen und alles, was dazu gehört, kommt hier rein. Das behalte ich direkt. Kann ich bestimmt direkt alles wegfuttern. Brauche auf jeden Fall nochmal einen Steinschneider. Okay. Und dann würde ich gerne etwas ausprobieren. Und zwar kann ich das ja hier wieder auseinandernehmen. Und bekomme den Kram ja jetzt erstmal wieder zurück. Das war der Plan. Okay. Kohle habe ich. Lianenseil habe ich. Und dann gehe ich jetzt vielleicht doch nochmal hier durch die Höhle. Ganz vorsichtig. Und das muss ich mir halt einfach angewöhnen. Dass ich mir immer ein Lianenseil und auch Holzkohle zur Kartierung dann immer im Inventar lasse. Stückchen. So, hier muss ich jetzt nur auf die Skorpione aufpassen. Da vorne sind ganz viele Skorpione. Ich renn mal. Ich renn mal einfach in die nächsten Skorpione rein. Ich mach halt einfach schnell. Oh, noch mehr Skorpione. Weil man sieht halt kaum was. Und ich kann die Helligkeit auch nicht wirklich hochstellen, dass es dann auch noch schön aussieht. Aber ich sehe Licht. Und ich sehe einen Baum. Sehr cool. Geile Aussicht. Direkt Foto machen. Und die Frage ist, ist es derselbe Baum? Ja, es ist derselbe Baum. Aber da ist einfach noch ein Baum. Guti. Also, ich bin praktisch genau da rausgekommen. Das ist doch super. Aber ich werde jetzt versuchen, diesen Baum zu erreichen. Noch in dieser Folge. Da sind wieder die Hühner. Ja, hier war ich ja schon. Halt die Frage, ob das jetzt irgendwie groß was bringt. Aber ich muss es ja ausprobieren. Einfach, ob ich dann zur anderen Seite hin noch ein bisschen was freigeschaltet bekomme. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wer ist er denn? Fotoshooting. Kurz mal Selfie auf Insta hochladen. Yeah. Wo ist denn jetzt der Baum? Ich sehe den plötzlich gar nicht mehr. Ui. Ah, okay. Einfach geradeaus durch. Ich hoffe, das frisst mich jetzt nichts. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob man dann wieder beim Bett spawnt. Und ich sollte vielleicht auch nicht so rennen. Okay, Schlange. Schlange. Ah, da war die Schlange. Sehr schön. Ich gehe einfach direkt zum Baum durch. Hab mich jetzt aber schon so oft gedreht, dass ich gar nicht mehr weiß, wo der ist überhaupt. Ich glaube, da ist er. Komplett lost einfach. Ja, sieht gut aus. Nicht bewegen, nicht umdrehen. So, bitte leider platzieren. Ja, das war schon mal erste Challenge. Jetzt rauf da. Oh, geil. Einfach um zu sehen, ob ich da jetzt zum Beispiel noch ein paar Lianenbäume finde. Das wäre echt geil. Pro Gebiet ein Lianenbaum. Bin ich ja zumindest schon mal besser aufgestellt. Hoppala, nicht runterfallen. So, Kartierung beginnen. Oh, ich glaube, ich habe sogar deutlich mehr Spezialobjekt freigeschaltet. Interessanter Gegenstand, Spezialobjekt. Oh, Chroniken.
Und so einige Lianen. Langer Stock kann ich jetzt sehen. Und ich kann ein großer Ast sehen. Das ist einfach gar nicht so weit weg. Vielleicht mache ich das jetzt doch noch. Ganz schnell. Ich muss aber gleich erstmal vorher auf die Uhr gucken. Ich würde eine Stunde. Okay, den Staff lasse ich jetzt erstmal hier. Ich glaube, ich hole jetzt erstmal den großen Stock. Moment. Ah, ich kann einfach da drauf runter gucken. Okay, hier soll ja irgendwo das Fernglas sein. So, was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Folge ist halt einfach schon viel zu lang. Und ich bin gleich müde. Ich guck mal eben, wo der Stuff sich befindet, wenn ich hier wieder runtergekrabbelt bin. Ich bräuchte auch noch Liane, denn die habe ich ja jetzt verbraucht. Also großer Ast plus Liane. So, das ist auf jeden Fall nicht der Ort, wo ich gerade war, als ich das platziert habe. Nee, bitte nicht in die Schlange laufen, wenn es geht. So, okay. Liane ist direkt zu meiner Rechten. Da gehe ich doch dann direkt mal zuerst hin. Ist das der richtige Weg? Ja. Halt, stopp. Ich muss erst mal gucken, ob das wirklich Liane ist. Und ich könnte mir eigentlich auch dieses hier mal reindrücken. Oh, habe ich mich erschrocken. Ich kriege hier noch einen Herzinfarkt. Da, Liane. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich gleich gar nichts mehr sehe. Aber da soll es jetzt auch noch einen Ast geben. Wenn ich das jetzt noch mitnehmen könnte, das wäre ja obergeil. Oh, diese Bäume könnten das schon sein. Ja, perfekt. Interaktion. Große Axt, Leute. So, halt, stopp. Oh nein, oh nein, 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 nein. Ach, so ein Piep, piep, piep. Fluche. Muss mal kurz gucken, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Okay, halt, stopp. Halt, stopp. Rückwärtsgang, ich muss da lang. Okay, es wird dunkel. Ich wurde von einem Skorpion gebissen. Und ich muss jetzt einfach hier raus. Das heißt, ich renne jetzt ganz schnell hier raus. Nein, nein, nein. Glück gehabt. Okay, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, oh, bitte nicht, jetzt auch noch eine Schlange. Zum Glück habe ich halt schon Skorpione in der Base, beziehungsweise einer ist, glaube ich, noch übrig. Sehr gut. Ich frage mich, wie man diesen Bereich hier freischaltet, ob man einfach auf den Berg gehen kann und dann trotzdem irgendwie kartografieren. Naja, ich werde es ja herausfinden. Da oben ist nämlich auch so eine komische Plattform. So, aber ich würde sagen, alles Weitere. Oh nein. Oh nein, sag nicht. Sag nicht, ich habe das jetzt nicht mitgenommen. Okay, wisst ihr was? Ich hole das jetzt eben noch. Werde mich aber hier schon mal von euch verabschieden. Okay, ich habe es jetzt doch nochmal mit reingenommen und laufe jetzt schon wieder gebissen von. Ah ja, oben links steht es von noch einem. Nee, Quatsch, ich glaube, das war eh der Skorpion. Irgendwas anderes hat mich gerade auf jeden Fall noch erwischt. Und dann werde ich mich jetzt all-inclusive, große Äste und Liane von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und. Tschö mit Ö.